Ich finde, die Künstler, die in Russland geboren sind, die jetzt in Berlin leben, integrieren sich auch ziemlich schnell. Also das hat, glaube ich, auch wirklich mit Mentalität zu tun, der einzelnen Positionen. Der Russe kann sich einfach besser integrieren, finde ich, im Vergleich zu anderen Völkern. Wenn du dann die Kinder siehst, dann kann es möglich sein, dass die überhaupt gar kein Russisch können. Das habe ich schon öfters erlebt. Und bei den anderen Völkern ist es halt anders. Also sagen wir mal Araber oder Asiaten, so, die behalten das alles. Das ist der Zug. Aus der Zeit. Das ist richtig schön. Eigentlich habe ich auch große Schwierigkeiten zu erkennen, ob das jetzt ein Deutscher oder Russe ist. Also ich kann kaum diese Mentalität spüren. Also bei allen Freunden, bei mir, ne? Bei mir eben auch, habe ich so das Gefühl. Also ich habe das Gefühl, dass unsere Generation ganz anders arbeitet. Und als die Generation vor uns, Positionen wie Vadim Zakharov, Juri Albert, ne, das sind Künstler, die in Russland oder in der UdSSR aufgewachsen sind und haben das mitgebracht. Vielleicht liegt das auch daran, dass die noch was mitgenommen haben und wir eher nicht. Möglicherweise ist es, dass wir einfach zu lange hier gelebt haben und auch mit ganz anderen Dingen uns auseinandersetzen. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir einfach, naja, zu deutsch geworden sind vielleicht. Ich weiß es nicht. Die Generation davor, die arbeiten ja auch sehr politisch auch teilweise, ne? Und was ich auch gut nachvollziehen kann, wie Vadim Zakharov, ich habe öfters Gespräche mit ihm gehabt, in dem er mir viel erzählt hat, was die alles nicht durften als Künstler. Ne? Also es wurden Ausstellungen in Wohnungen gemacht und also in Moskau damals. Es war nicht öffentlich, ne? Weil es war so eine Szene, die eine geschlossene Gesellschaft hatte, sozusagen, damit ja die Regierung das nicht mitbekommt, was die Künstler alles dort machen. Klar haben wir natürlich ganz andere Einstellungen zu der Kunstszene gehabt. Ne? Also es gab noch irgendwie etwas, was wir politisch auch ändern, also was die auch politisch ändern konnten. Und heute ist es einfach, wir haben die völlige Freiheit. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Wir machen eigentlich so Luxuskunst. So. Vielleicht liegt es daran, dass wir einfach mal alles dürfen und fast keine Grenzen mehr haben.